jetzt hin. Dass da nicht so schnurlinien-gerade ist. Jawohl. Ich muss mich immer noch an diese Minecraft-Steuerung gewöhnen, das ist echt Hammer. Ist mir egal, schon das Spiel, mein Freund. So, und ich muss hier mal ein paar Bäume wegnehmen, glaube ich, weil ich brauche jetzt echt langsam Holz. Warte. Hast du noch welches? Weil ich will jetzt auch nicht so im Dunkeln in den Dingens rennen. In den gruseligen Wald gehen. Ja, danke schön. Ja, jetzt habe ich Eve fürs Inventar gedrückt. Sandmann, lieber Sandmann. Hua. Okay. Okay. Das würde ich von der Höhe fast dann so lassen hier. Ansonsten könnten wir es alternativ hier vorne schauen. Wir wollen noch eine Nummer tiefer machen oder ein, zwei Nummer tiefer, dass wir halt hier auf der Höhe sind und ein Haus hinbauen hier schon an die Ecke. Ja, kann man dann gucken. Das halt, obwohl es halt den ersten Blick nach unten schon irgendwie kaputt machen würde. Ja, hier kann man irgendwie was Kleines hinbauen nachher. Ich glaube, ich würde aber trotzdem noch eine Ebene tiefer gehen. Okay, dann gehe ich noch eine Ebene tiefer. Genau, mach das ruhig mal. Ich freue mich irgendwie schon total auf dieses Dorf hier, ey. Ich glaube, das wird ziemlich, ziemlich cool. Okay, aber wir dürfen uns nicht davon ablenken lassen. Juri, da hinten haben wir was anderes, bauen wir da was weiter, oder? Ja. Machen wir mal das Rathaus weiter und die Aussichtsplattform, die müssen wir auch noch ein bisschen verschönern und so. Ja, wir haben mal wieder ein volles Programm, wie immer. Boah, das ist echt schlimm, ehrlich gesagt. Und ich hatte ja noch die Idee, wir müssen noch eine Bibliothek bauen. Und dann haben wir die Idee mit der Kirche, die wir letztes Mal kurz erwähnt haben, erstmal ein bisschen verworfen, dass die da drüben hinkommt. Ich glaube, ich mache die Helligkeit mal noch ein bisschen höher. Habe ich eben gerade schon einfach. Warte, ich mach die Helligkeit mal höher. Nee, lass ruhig. Okay. Hätte die Helligkeit jetzt höher gemacht. Ja, ich stelle die gerade auch überall noch ein paar Fackeln mit hin. Wo war ich gerade? Achso, das mit der Kirche haben wir da auf der anderen Seite verworfen. Da bauen wir dann nochmal was anderes hin. Ja, das dementsprechend. Das Elendsviertel kommt da drüben hin. Genau, huch. Dementsprechend haben wir eigentlich ganz, ganz viele Bauprojekte jetzt und das heißt, wir werden uns jetzt eigentlich gar nicht mehr so richtig in die Mine begeben, ne? Ja, vielleicht mal offscreen zum bisschen Materialien farmen oder so. Ja, genau, aber jetzt so zum Zocken selber oder als Let's Play selber, sagen wir es mal lieber so, dann... Ist jetzt erstmal Mining-Pause, würde ich sagen. Ja, genau. Und also falls ihr euch in Minecraft nur für Mining interessiert, dann... Zumal ich das echt zum Zugucken auch wirklich nicht spannend finde. Okay, dabei kann man immer gerne mal ein bisschen labern, ja, aber sonst so... Sonst ist es jetzt nicht das so, dass man halt sagt, need to see. Ja. Ist jetzt auch nicht so das Gelbe vom Ei. Ich hätte fast Grün gesagt. Das Grüne vom Ei? Lecker, grüne Eier. Wie lange hast du die schon liegen, mein Freund? Oh, ewig. 100-jährige Eier? Quasi. Alte chinesische Spezialität. Wollte ich gerade sagen, ist das nicht so eine Delikatesse? Ach, keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber es gibt ja Leute, die fressen ja richtig kranke Sachen auch. Ja. Was ist so das Ekligste, was... Was denn? Ich habe mich nicht beschäftigt gesetzt in Skype. Ach so. Moment. Ist das ätzend? Jetzt ist mir gerade nämlich ein Anruf dazwischen gekommen. Wahrscheinlich hat er gerade kurz die Aufnahme abgebrochen. Aber er nimmt automatisch weiter mit auf. Jedoch muss ich jetzt wieder schnell auf Fullscreen schalten. Moment. Die wahrscheinlich abbrechen. Ja, so. Jetzt ist aber wieder alles da und ich habe jetzt wahrscheinlich wieder ganz viele kleine Dateien da. So, und jetzt darfst du deine Frage gerne nochmal stellen. Sind wir wieder auf Aufnahme? Ja. Läuft die Sendung? Ja, läuft die Sendung läuft. Darf ich jemanden grüßen? Ja, bitte. Nee. Ich will doch nicht, hab's mir anders überlegt. Was ist denn so das Ekligste, was du so in Real Life gesehen hast, was es wirklich zum Essen gab bisher? Also was du gesehen hast und wo du denkst so, nee, lieber nicht. Boah, ich glaube, das ist nichts Schlimmes irgendwie. Muss ich gerade selber mal überlegen, ich bin ja noch nicht so viel verreist in meinem Leben, also zumindest jetzt nicht in großartig fremde Kulturen. Es muss ja nicht unbedingt was vom Verreisen sein, es kann ja auch heimische Küche sein. Zum Beispiel in Bayern Weißwurst. Ja, die esse ich ja. Bayern Flame. Check. Quit. Haken aufs Papier. Boah, nee, ehrlich gesagt weiß ich es gar nicht so richtig. Gibt's irgendwas, was...
Also was mich so ein bisschen verschreckt hat damals, war so dieses Ur-Bremer Essen. Das ist teilweise ein bisschen eklig. Weil es sind letztendlich nur Schlachtabfälle. Nennt sich dann Knipp und sowas alles. Knipp und irgendwas gab's noch. Da habe ich den Namen aber gerade von vergessen. Und wie gesagt, besteht eigentlich nur aus Schlachtabfällen und sieht auch echt nicht lecker aus. Also es ist halt eigentlich nur so eine braune Pampe, die scharf angebraten wird. Und das ist nicht so lecker. Da hast du mir, glaube ich, von erzählt, oder? Ja, kann sein. Als ich da war, da war was. Nee, da muss ich ja sagen, das Ekligste, was ich so bisher wirklich auch in Real Life gesehen habe, das war im Grunde im Urlaub, da, also vor schon langer, langer Weile. Gut, das Ekligste. Das waren halt so Lutscher mit so Insekten drin. Ah, ja. Aber sowas habe ich auch schon mal irgendwo gesehen. Heuschrecken und ähnliches Getier, ne? Also wo man sich so denkt, so, nein. Schleckst du da an der Heuschrecke rum? Und um lecker Heuschrecke. Oh, ein Leibgericht. So. Ja, quasi. Eine neue Schaufel. Ich bin auch so doof. Das ist nichts Neues. Ja, musst dir anschauen. Ich habe mir jetzt extra eine Workbench gebaut und hier hingestellt. Vor allem hier steht auch noch einer. Das ist. Nein, also wir reden nicht darüber. Ich gehe wieder ins Haus. Ja. Das hat nie so stattgefunden. Nee, also das muss ich sagen, war so das Ekligste, was ich eigentlich gesehen habe. Und was man auch ehrlich sagen muss, was ich finde, so die Chinesen, also allgemein, so wenn du jetzt in China zum Beispiel zum Essen gehen würdest, habe ich zwar nicht selber erlebt, sondern habe ich nur ein paar Bilder von einem Bekannten gesehen. Aber wenn du dir das so anschaust, da gehst du ja auch ins Restaurant rein und du kannst dir praktisch eine Scheibe aussuchen, das da will ich. Und dann kriegst du das, ne? Dann kriegst du das halt auch da frisch rausgeangelt und frisch zubereitet und alles, ne? Wird dir das halt praktisch so am Tisch geschreddert, sage ich jetzt mal grob übertrieben. Ja, und das stimmt. Da haben die so richtig kranke, ekelhaft aussehende Sachen. So, das sind so komische, ich weiß gar nicht, wie sich diese Viecher nennen. Das ist irgendwie, also ich fand auf dem Bild, sahen sie aus wie so eine Fleischwurst. Nur ein bisschen unförmiger und die haben sich halt bewegt. Ja, okay. Also durchs Wasser geschwommen. Das sah sehr... Wahrscheinlich Seegurken oder sowas. Keine Ahnung, also wie gesagt, die sahen halt auch farblich so echt so aus wie so eine Fleischwurst. Ja, schön. Fand ich so ein bisschen unangenehm. Ah, warte mal, das können wir ja vielleicht später noch brauchen. Wie können wir denn den Aufgang hier machen? Weiß ich auch noch nicht so genau. So. Ich erlaube mir mal. Hört man die Glocken eigentlich bei mir im Hintergrund? Wahrscheinlich nicht, weil ich gerade Musik anhabe. Okay, hoffe ich nochmal. Sonst müsste ich das Fenster zumachen und es ist so warm. Boah, das ist aber auch wirklich warm heute. Also so richtig warm. So, das haben wir mal weg. Jo. So. Ich muss hier gerade mal ein bisschen ummodeln. Jo, mach das mal. Ich baue hier gerade nochmal kurz an unserem Haus rum. An unserem Testhaus. Um einfach mal zu gucken, was man sonst noch so machen könnte. Ja, das hat ja ganz toll geklappt. So, ich setze jetzt hier einfach mal in unser Testhaus ein paar Truhen rein. Jo. Für zukünftiges Baumaterial. Ja, das ist gut. Also, wir haben ja hier zum Beispiel Erde und sowas, was ich jetzt hier abbaue, das können wir ja bestimmt nochmal gebrauchen. Gut. Den Koppel lasse ich jetzt mal weg. Ach, Mann. Ich kann kein Minecraft mehr, ey. Erde kann man nie genug haben. So, warum kannst du kein Minecraft mehr, Juvi? Jetzt jammern nicht. Ja, das ist echt schlimm. Weiche. Ja, mal hier ein bisschen das Zeug zerhacken. Steine töten. Zeigst diesen Stein. So, verklopp sie. Hey, du Stein, hast mich gerade drauf angeguckt. Stirb! Bettelst du dich da mit Steinen? Ja. Die Steine gewinnen übrigens. Ah, okay. Gut. Das sind verdammte Killersteine. Das sind Killersteine? Ja. Die Treppen sitzen falsch. Oh Mann, ist das schlimm mit mir hier gerade.
Nein! Haki ist kaputt! Ja. So. Jetzt muss ich mir eine neue bauen. Hm? Die ist nicht mehr verzaubert. Mii. Aber die andere hat auch noch Haltbarkeit 1. Das ist jetzt nicht so. Nicht ganz so tragisch. Ja. Da kann man, das kann man noch so ein bisschen verkraften. Baller, schau mal, mit dem Dach wollen wir das hier so eins rausstehen lassen? Ich glaube ja, oder? Eins rausstehen lassen ist meistens, wenn es ein bisschen Überbau hat, ist schon ganz cool eigentlich. Ja, ne? Ich sehe es jetzt von hier aus nicht, aber ich behaupte einfach mal, dass ja. Weil sonst ja. Ist das immer so, so ja, das abgeschnitten das irgendwie. Das sieht zu statisch irgendwie aus, ja. Das eine da, Dachstück da, wo du gerade kurz davor stehst, ist ein bisschen genau das. Ja, okay, deswegen, ich behaupte mal, du hast es selber schon gesehen. Deswegen sitze ich hier oben. So zielgerichtet, wie du da dran gegangen bist. Ja, ja. Ich habe auch noch eine Workbench dabei. Soll ich die hier oben aufs Dach stellen? Workbenches kann man nie genug haben. Ja, mach das. Die steht jetzt da, ne? Das ist dir klar. Ja, ich bin auch ein Held. Ich lade die ganze Erde ab. Jetzt habe ich nicht mehr genug, um das hier aufzufüllen. Sehr gut. Ballas, du bist ein Held. So. 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 Grüß Gott. Ich bin hier, um einen Boden zu verlegen. Ja, ein Boden, nicht ein Rohr. Hm. Was? Das ist ein entscheidender Unterschied. Da. So. Ja, stopp. Nein! Hua. Okay, so. Ah, es ist nass. Wo denn? Hier, im Wasser. Boah, Wasser, boah. Wasser, pfui. Stell dir das mal vor, da bin ich voll reingefallen. Ja, wir sind Gamer, wir finden Wasser eklig, ne? Ja, furchtbar. Eklig. Aber ich meine, jeder normale Mensch sollte eigentlich Wasser eklig finden. Findest du? Ja. Ich finde Wasser voll eklig. Darauf trinke ich erstmal einen Schluck Wasser, Prost. Mm. Wasser. Ich fühle mich so sauber von innen, das ist voll eklig. Ja, schön. So. Aber jetzt, wo wir das geklärt haben mit dem Wasser und so. Das sieht sonst, aber so sieht das so ein bisschen sehr abgehackt aus, wenn ich hier einfach die Wand nur austausche und gegen Erde austausche. Nein, Quatsch. Doch, doch. Sieht man doch. Ich glaub nicht. Mach doch mal die Glotzen auf, das ist doch hier ganz klar. Da brauchen wir Dynamit, damit wir das ein bisschen angleichen können. Renaturalisieren. Voll verhaspelt. Ich muss Wörter, die Yubi nicht mal aussprechen kann. So gut. Komm, ich so pack... Intelli, doof. Ich pack mal eben mit an hier. Umso besser geht's, umso schneller geht's, meine ich, umso... Ich glaub, meine Steine, also meine Steine... Nein, nein, nein! Meine Steinis! Dafür pflanze ich hier einen Baum hin, da. So. So, ich spiel mal ein bisschen Bergsteiger. Wie willst du denn das hier machen? Einfach so ein bisschen natürlich runterziehen, oder was? Ja, ich will jetzt so ein bisschen das Ganze angleichen. Warte mal, ich muss hier oben erstmal schauen, weil das Ding, das baut sich irgendwie nicht ab. Das heißt, da ist noch irgendwo Holz in der Hütte. In und nicht vor? Ja, in. So, Holz kommt. Ist es auf deinem Kopf gelandet? Nein. Schade. Apropos Holz hinter der Hütte, aber irgendwie will ich den Baum ja auch nicht wegmachen. Mach ihn weg. Hm. Da wächst auch neue, neue Pflanzen. Ja, stimmt eigentlich. Es wird das schon wieder Nacht. Was ist denn hier los? Aber das wird so ein Megabaum sein. Hast du mal Feuer? Nee, weil dann das Haus mit wegfackelt. Nur die Holzstücken. Das können wir auch mal machen. Wir bauen eine schöne Stadt und dann gibt es eine Katastrophe. Und alles brennt nieder. Genau. Erinnert mich auch zum Glück gar nicht an SimCity. Nein, in SimCity greifen dich Monster an. Kommt Godzilla oder Außerirdische oder ein Erdbeben. Oder Außerirdische Godzilla-Erdbeben. Oder genau, Außerirdische Godzilla-Erdbeben, die Zombies sind.
Mal drei. Zombies waren doch auch drin, oder? Ich hab's immer noch nicht installiert. Ist total cool. Ja, super. Ja. Es ist eigentlich auch von EA, also eigentlich ist es gut, wenn ich es nicht installiert habe. Das Problem ist, ich hab's mir gekauft. Ja. Pech. Weil Yuvi mich gezwungen hat, so halb irgendwie, ne? Ja, eigentlich wollten wir das ja mal spielen. Ja. Gemeinsam. Das hat sich ja dann irgendwie so stiltechnisch nicht so ganz ergeben. Nee, zudem habe ich es auch einfach mal so totgesuchtet, dass ich dann keinen Bock mehr drauf hatte. Tja, das ist Yuvi, ne? Yuvi ist Extrem-Gamer, ne? Er spielt alles, bis er keinen Bock mehr drauf hat. Ja. Zum Beispiel bei mir. An mir hat er schon Jahre rumgespielt, aber irgendwie hat er immer noch Bock auf mich. Ja, das ist schlimm. Das ist so eine Sucht. Das Ballas-Gamer. Scheiße, jetzt habe ich die Workbench da oben stehen lassen. Egal. Ja, Yuvi hat Ballas fast durchgespielt, ne? So. Ich hatte dir da übrigens einfach mal so ganz sinnlos immer ein bisschen Erde hingebatscht.